Was will man dazu sagen? Jetzt brauche ich erstmal einen Schluck Wasser. Zum Abreagieren. So, ich muss hüpfen. Hier wieder rüber. Genau in die Mitte. Ich glaube, ich bin ne. Ja, okay, wenn man es so sieht, war es natürlich nicht schlecht. Aber rüber. Sehr gut. Speed up. Speed up. Ah, schade. Ah, na was. Das war jetzt schon ein wenig seitlich, aber... Heute kommt mir vor, ist irgendwie nicht einer von meinen guten Tagen. Also natürlich nach der Aufnahme. Nach der Aufnahme werde ich doch nicht online spielen. Weil mit der Leistung. Da werde ich wahrscheinlich heute nichts mehr reißen. Setze ich mich lieber hin. Spiele Minecraft und bin auf meinem privaten Server. Was war jetzt? Ja. Passt schon. Jetzt komme ich mit mehr Geschwindigkeit hin. Rein, ausholen. Jump. Aber es kommt hin. Es wird in genau dieser Fahrt werden wir die Goldmedaille holen. Müssen wir schon hier am blödesten springen. Ja, wonderful! Souverän macht er das. Rüber, wow, fett und into the finish, bam, 23,84, ich glaube, das hat sogar mein, und da hat er die Trackmania Nadeo Medaille, what the hell, 1 Minute 42 noch für das offizielle Rennen, vielleicht können wir uns noch ein wenig steigern, ja, das war jetzt schon gut, das war hinten ein wenig streift hier oben schon mal ein wenig einzeln. Sehr gut. Da müssen wir schon ein wenig nach links. Genau da wollte ich ihn haben. Genau da. Bam, rein. Nochmal 27 oder so schnell. Neuer persönlicher Rekord. Beenden. Was hat mein 23,57? Da werden wir vorne. So, 23,57, mit dem kann ich leben. Zwei Probeversuche noch. Und dann hoffe ich natürlich, dass es im Official Race genauso gut läuft. 13. vorne. Habt ihr das gesehen? Das ist aber knapp vorbei. Aber das war jetzt nicht gut, da bin ich zu hoch rausgekommen. Naja, ein letzter Probeversuch. Beim offiziellen gebe ich natürlich alles. Hier 18 Minuten vorne. Da haben wir schon unsere Fehlerquelle gefunden. Dieses Mal besser hingekommen. Zwar ein wenig den Schwung abgestochen, aber das passt schon. Komm, 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 komm. Ein wenig zu langsam. So, der letzte Versuch. Nein. Ah, ein wenig seitlich schon wieder. Aber passt schon. Zwei Zehntel. Ziehen wir wieder ein wenig rein. Hier so. Schau. Das wird sich jetzt nicht ausgehen, aber naja. Verbessert. Offizielles Rennen. So, come on now. April 16. You want this thing? Jump. Sehr gut. Schon mal richtig reingekommen. Sprung. Du, mach's gut. So, jetzt die Schlüsselstimme. Sprung, runter vom Gas, rüber, wonderful. Nein, nein. Okay. Ich habe mir gedacht, ich schaff's.
Vielleicht kann ich es ja mal so privat machen oder vielleicht mal so ein Special, nur offizielle Rennen. Keine Ahnung. Oh. Habe ich hier. Keine Ahnung. Totenstille. Ich gebe Gas und es geht nichts. Vielleicht ein neues Vehikel anschaffen. Aber zuerst mal müssen wir hier die Strecken schaffen. Ja, okay. Das hat jetzt eigentlich nichts damit zu tun. Sprung. Oh, die hat nämlich nicht so viel weiter. Mach mal so ein Offroad-Auto. Weil ich meine, vielleicht besser unterwegs. Natürlich kann man sich auch einbilden. Egal. Ja. Da ist ja noch mehr. Überhaupt hier richtig fett Abkürzung gefunden. Glaube ich jetzt auf jeden Fall mal. Gegen die Wand. Was gegen die Goldmedaille? Das habe aber nicht ich angestellt. Das passt schon so. Wow! Wundervoll um die Kurve gekommen. Rein mit dir. Sprung. Rüber. Wenn ich ihn auf einer halben Sekunde Distanz halten kann, wäre mir das genau recht. 81. Der baut aus, der Junge. So, nein. Bremsen. 39 Sekunden. Und da hat es verkackt. Aber Gegner festlegen. Silbermedaille. Door. Das war kacke. Aber das weiß jeder so. Genau, natürlich, wenn euch was stört, dann schreibt ihr es mir bitte per Kommentar oder persönliche Nachricht. Aber schreib bitte nicht einfach so in die Kommentare rein, die ist scheiße. Ja, damit kann ich was anfangen. Also nur so am Rande. Weil ich meine, jeder YouTuber hat eigentlich seine Hater, weil entweder ist er neidisch oder keine Ahnung. Ich habe schon mal angesprochen, da will ich jetzt auch keine Schleichwerbung machen, aber ich meine, da müssen wir einfach realistisch sein. Justin Bieber hat viele Hater. Weil wenn man sieht, ich glaube sein größter YouTube-Hit, wenn ich meine, ist Baby von ihm. Da sind glaube ich die Hälfte positive Likes und die Hälfte negative Likes. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste ich nachsehen, aber soweit ich es im Kopf habe, weil es mich mal interessiert hat. Aber eigentlich ist jetzt Justin Bieber durch seine Hater bekannt geworden, oder? Aber ihn wird es wahrscheinlich nicht großartig stören, weil ich meine, er verdient seine Million, macht seine Singles und seine Videoclips. Wie bereits gesagt, er verdient Millionen, also ist ihm das eigentlich egal, wie viele Hater er hat. Er hat seine bestimmte Gruppe an Fans. Nehmen wir mal an, das sind meine Abonnenten. Und ja.
einfach nur so, die Hater sind mir eigentlich egal, weil damit muss jeder leben. Egal ob Gronkh, Waititi, Saraza, egal welche. Wahrscheinlich ist das der Neid, weil sie nicht so erfolgreich sind oder weil sie nicht solche Let's Plays machen können dürfen. Naja. Aber jetzt müssen wir uns natürlich wieder konzentrieren auf das Farm hier. Da habe ich schon wieder quergestellt. Aber ja, diese Dreckstrecken, die sind einfach nicht für mich. Mit denen kann ich leider nichts anfangen. Jetzt mal rüber. Lassen wir jetzt einigermaßen akzeptabel fahren. Er probiert es 1000 Mal. Es funktioniert halbwegs gut. Dann kommt da so eine Bitch. Man darf mit dem Pfeil oben und stoppt den Lauf von LP für. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Die Kacke ist jetzt wirklich am Dampfen. Weil ich meine, wenn man die Strecke 1000 Mal spielt, okay, das ist jetzt übertrieben, also ich spiele sie 2000 Mal, dann hast du irgendwann mal keine Lust mehr. Ja, ich weiß, das will man nicht sagen, aber ich meine, was soll denn die Scheiße? Ich weiß, das Spiel kann nichts dafür, sondern das kann nur ich. Habe ich schon mal drüben so. 5 Sekunden 32. 50, ich glaube, da habe ich sie jetzt. Who's the best? Who's the best? Not LP 316, yeah. Beenden. Offizielles Rennen. Naja, probieren wir es nochmal. Mal sehen, ob ich vor Kamera auch so eine gute Leistung. Boah, das war knapp. Ah, das war jetzt nicht so gut. Aber nein. Rein. Das war gut, das war gut. Fuß. Und Runde 1,55,95. Da kann man sehr viel falsch machen. Dann nehmen wir lieber noch mal ein kleines Schlückchen. Los geht's. Ja. Also es fängt natürlich schon gut an. Gleich nach circa 5 Fahrsekunden. Fette Two-Wheels-Action. Wow, drüber. Auf was? Achtung.